Ist mir auch passiert. Ich schau mal nur rüber, Och, der Kevin gerade umgebracht. ja, mal wieder. Alter, du kommst ins Spiel zurück und bist dann, stirbst direkt instant wieder. Der hat noch Ja, in der Nacht musst du echt aufpassen, Kev. Da sind die Monster. Ja, der war einen war tot. Ich habe ja einen getötet, aber es wahrscheinlich ist der nächste nachgespawnt. Oh das kommt dann nicht so toll wahrscheinlich. Selbst hat seinen Bruder gekillt. Und jetzt habe ich wieder kein Zeug. Ach man, das ist doch scheiße so. Der hat mich einfach angegriffen, dann musste er ja sterben. Oh, hallo. Bin ich denn hier? Verdammte Scheiße. Ich bin im Schneebiotop. Hilfe. Bist du falsch gelaufen, Enrico, oder was? Ah, ich lass mich jetzt umbringen. Weiß noch nicht, wie lange mein Zug noch da bleibt. Wurde von Skelett erschossen. Ziemlich intelligent für einen Zombie, wie ich mir das sagen darf. Bei Enrico ist ein Creeper rum, aha. Jetzt geh weg, du Zombie, lass mich in Ruhe. Ich weiß, dass die Sonne dich umbringt. Jetzt bin ich aber ganz. Jetzt muss ich wieder euch suchen, da ewig in 3 Tage. Oh, hallo Skelett. Da bin ich doch am Arsch. Was sind denn die für Viecher hier? Jetzt hat die. Aua! Ey, ich bin wehrlos. Hau ab von mir. Lass mich in Ruhe. Ich sterbe schon wieder gleich. Ich bin schon wieder gestorben. Alter, die fuck mich gerade alle ab, ey. Du bist im Wasser, du fällst ins Wasser und dann heißt es, sterb mal. Bitte lass meine Sachen noch da sein, ey. Ja. Die ganze Map hier verteilt für mich. Och, er hat sich schon wieder mich angegriffen, lass mich doch einfach nur in Ruhe. Ich bin gespawnt, krieg direkt schon wieder 2 Stück drauf. Ja, sterbe ich halt wieder, mein Gott. Fahrt einfach bis Tages. Ja, was warte einfach bis Tag ist, dann nehme ich die ganze Zeit sterbe oder was? Ich bin jetzt dreimal schon gestorben hintereinander direkt. Er muss ja nicht sofort respawnen. Was soll ich denn sonst machen? Warten, bis wir sagen, es ist Tag. Deine Lebenserwartungen waren sehr niedrig zu mir. Wo ist denn gerade der Mond? Wie sieht denn das hier aus? Den sehe ich gar nicht. Jetzt hören sie auf mich zu stalken, also wirklich, das reicht schon so wie die. Die zwei sind ziemlich aufdringlich hier. Das Lustige ist, ich muss jetzt euch erstmal wieder suchen. Ja, ist klar, jetzt habe ich ja schon einen dritten. Was, du hast schon die dritten? Ist schon so weit, oder was? Ach, Mann. Ernsthaft. Junge, kommst du einfach von oben? Ekelhaft. Warte. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Bist du entweder am Hauptspawnpunkt gespawnt? Ich habe keine Ahnung, wo ich gespawnt bin. Ich suche euch jetzt gerade die ganze Zeit, ich finde euch nicht mehr. Nervt mich gerade. Ich laufe jetzt. Ich klappe hier gerade alle Inseln ab. Mir gehen die Dings jetzt gerade alle auf den Sack. Weil du spawnst neu und wirst direkt instant wieder Och, geh mir denn noch. Ach man.
Ja, dann lass mich. Hey, du spawnst neu, du kriegst direkt wieder drei Stück drauf, die dir auf den Piss gehen. Keine Lust mehr auf so eine Scheiße. Nerv mich jetzt schon wieder. Alter, ey, ich sag dir aber gleich, wenn du jetzt wieder hier abbrichst, Alter, dann bin ich raus aus der Gruppe und dann spiel ich nicht mehr mit dir. Echt? Ja. Ich hab jetzt wieder hier 18 Euro ausgegeben. Weißt du, und dann. Ja, was soll ich denn machen? Mich nervt's gerade einfach. Ich find euch nicht. Spielen! Ja, ich spielen! Wie soll ich denn spielen? Ich find euch nicht. Mann! Ich bist immer so gleich, oh, ich hau ab, ich hab keinen Bock mehr. Ja, du wirst aber dann fünfmal hintereinander erschossen oder sterben von drei Leuten. Ja, so funktioniert das Spiel, da muss man mal ein bisschen aufpassen. Was ist? Am Anfang ist das normal, wenn man so wenig aufgerüstet ist. Ja, weiß ich nicht, ich sterb die ganze Zeit. Ich sterb für die Leute nicht, ich sterb die ganze Zeit, weil du bist direkt in der Nähe. Ja, du musst auch mal ein bisschen geduldig sein. Wir haben noch nichts gebaut. Wir müssen aber vielleicht erstmal mal gucken, dass wir dann was bauen können. Wie wir Fackeln oder so mit dem Weg wieder zurück. Zack, direkt das nächste Viech dran. Du bist gerade neu gespawnt, kriegst du direkt die Spinne, die hergeht. Oh, ein Baby-Zombie. Ich hab keine Ahnung. Ich sterb ja die ganze Zeit. Was soll ich denn machen? Ich verliere mein ganzes Zeug die ganze Zeit. Raids ist Tag, wird das noch nicht. Ah, kommen die nächsten Viecher. Da hinten seid ihr. Nein, alles gut. Oder bist du das, du, oder seid ihr, ist der Rest irgendwo da in der Nähe? Der Rest ist da hinten. Oh. So, jetzt muss ich jetzt noch mein Inventar wieder suchen. Boah, die sind voll wie Wölfe. Ah, mein Inventar ist nicht da. Gut, dann habe ich nichts mehr. Wir haben keine Steine hier. Dann steht das nächste Viech. Oh, lass mich doch einfach nur in Ruhe, Mann. Da stehen noch drei andere auf der Insel. Ich hab gar nichts, siehst doch. Ja, du kannst doch trotzdem Bäume fällen. Mit deiner Hand. Ja, kann ich. Aber wie gesagt, das bringt ja nichts, wenn du dann irgendwas hast und durch den Instant stirbst. Wo bist denn du? Komm mal her. Nee, alles gut. Mach. Ich mach mir jetzt so. Nein. Was denn? Aha. Geburtstagskind. So. Hast du gut, hast das Ding schon ausgemacht? Aufgemacht? Warum? Ich glaube, ich komme gerade kaputt, oder? Kev, du hast eine Axt. Hast du mir gerade Zeug zugeschmissen, was? Ja. Und das ist alles, was hast zum Bauen. Irgendwie will mein Controller da wieder nicht. Auch leg mich doch am Arsch. Jetzt. Mein Controller macht sich gerade irgendwie selbstständig. Ich kann jetzt machen. Jetzt. Wo ist eigentlich Markus? Der steht hier bei mir. Ich war kurz gestorben. Kurz. Kenn ich. Wie war so der Tod? Kenn ich mit dem Sterben, das habe ich die Folge schon etwas hingekriegt. Hilfe, Mutter. Jawohl. Ich brauche Holz ohne Ende gerade einfach nur, deswegen mache ich jetzt erstmal ein bisschen Holz abbauen. Ich komme sonst nicht weiter mit dem Bauen. Aber schön neu pflanzen, sonst haben wir irgendwann keinen Hund mehr. Selber. Das ist mein Problem. Ich baue nur ab. Alles klar. Welches Haus ist denn deins, Kev?
Das, was so niedrig nee, gebaut Baby. Ist. Das, was wo ja nur die erste Reihe steht, quasi. Ich kam ja nicht weiter. Ich wurde während des Baus angegriffen von. F, was? Ja. Guck mal zu mir. Hä? Ja. Ich stell dir jetzt hier eine große Truhe hin. Jetzt packst du da immer alles, wenn du was Wichtiges findest, hier L2 drücken, reinpacken. Dann geht's nicht verloren, wenn du stirbst. Hallo, Hundi. Ist das Hundi? Nicht Hallo. Angreifen. Nein, ich greife nicht an. Ich gucke ihn. Ich sag's nur. Manchmal die Hunde tun ja nichts. Hab ich auch nicht vorangehört. Ich habe das Ding nur angeguckt. Mit Knochen kannst du die zähmen, aber Knochen kriegst du nur von Skeletten. Ich hab einen. Ja, wenn der reicht. Manchmal brauchen wir noch 4 oder 5. Das ist immer sehr unterschiedlich. Je nachdem, hat er ein Herzchen drüber gehabt. Okay, dann ist es deiner. Wenn er jetzt ein Halsband hat. Ja, hat er, glaube ich. Ja, dann ist es deiner. Wenn wir dich jetzt angreifen, greift er uns an. Kannst ja mal gucken, ich weiß nicht, ich sehe es nicht so genau. Na, folgt er dir? Oder kannst du den zum Hinsetzen machen? Also wenn du ihn anguckst, dann kannst du Sitz machen zum Beispiel. Ja, sitzen. Ja, dann ist es deiner. Gut. Oh, oh. Der kämpft jetzt für dich. Also wenn du jetzt eine Kuh zum Beispiel nur schlägst, ohne Schwert oder so, macht der, jagt er die so lange, bis sie tot ist. Okay, das wäre ich jetzt selber schuld gewesen. Ja, geh weg von mir. Hilf ihn rüber. Du hast sie geschlagen. Ja, ich hab die. Nein, ich hab nicht die Kühe geschlagen. Ich hab da so irgendwelche Zombies oder was da war, so Wasserzombies. Aber die bleiben ja im Wasser, ne? Hast du gesagt? Ja, weil sonst verbrennen sie. Ja, Zombies am Tag verbrennen die wieder. Die sind nur nachts schlimm. Deswegen sollte man sich so schnell wie möglich eine Hütte bauen und sich verkriechen, wenn Nacht ist. Ja. Aber Wasserzombies können an Land auch etwas mehr überleben, teilweise. Das ist sehr unterschiedlich, muss man immer aufpassen. Wusstet ihr, dass das Spiel in Schulen eingesetzt wird für kreatives Fördern? Ja, weil man nachdenken muss, wie man was zusammen irgendwie herstellt und macht und tut. Das auch. Einfach weil die Kreativität halt freien Lauf hat und man dadurch schon besser gefördert wird. Also ich bin da eher so der absolute Lego-Fan. Dann. Ich spiele lieber halt Lego, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut. Habe ich früher halt gemacht. Ich habe als Kind halt Lego gebaut. Wer hat das früher nicht gemacht? Weiß ich nicht. Gibt wir hatten eine Lego-AG bei uns in der Schule. Die war ganz cool. Warum nicht? Aus den Blöcken kannst du dann übrigens auch wieder Bretter machen, die du jetzt wieder abbaust, Kev. Ne? Ja, mir ist das zu groß einfach. Ich mache jetzt was Kleineres. Das ist einfacher für mich. Ich wollte es nur sagen, weil dann hast du mehr draus, wenn du daraus Bretter machst aus den Blöcken, die du da hast. Ja, aus einem Block werden 4 Blöcke. 4x Bretter quasi. Hm. Aber auch wieder mit Viereck, ne? Ja, entweder genau. Mit Viereck oder du gehst halt auf die Werkbank. Ja. Gut zu wissen. So. Verwenden. Ich habe übrigens jetzt mal wieder festgestellt, es gibt einfach nichts Beruhigenderes als Minecraft-Musik. Im Gegensatz zu dir habe ich zum Beispiel, ich habe keine Musik zum Beispiel auch an. Also ich habe allgemein keine Musik an halt. Ja, bei Minecraft muss man aufpassen. Manche Lieder sind irgendwie geschützt, manche nicht. Das ist mal ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Was ich aber irgendwie nie... Ja. Was ich aber nicht verstehe, weil... es ist alles so komisch. Warte, ich komme das mal hier komplett raus gerade, damit ich da nur aus Brettern bauen kann. Und nicht aus... Dorfbewohner-Zombie. Mensch. Weil eigentlich ist das ja hier nur Spielmusik. Das ist ja nie nur dü. Das ja, aber es ist halt komponiert worden dafür. Da hat irgendjemand die Rechte dran, der dann sagt, nee, ich will das nicht, dass das einfach benutzt wird. Das verstehe ich schon, aber manchmal denke ich mir so, warum, also, was soll ich meinen? So. Ist halt Deutschland. Da halt haben sie ja doch recht. Wenn ich Songs mache, möchte ich selber bestimmen, was damit passiert. Ob das jetzt sage, ja, ich möchte es behalten, möchte die Rechte verbehalten, möchte zumindest ein paar Cent verdienen an dem, aber ja, irgendwo kann ich es verstehen. Das hat nichts mit Deutschland zu tun, ich kann die Entscheidung irgendwo verstehen. Ja. Das ist halt meiner Meinung nach das.
Ich glaube, ich habe zu viel Glas gemacht. Also wenn jemand Glas braucht, kann er gerne Bescheid sagen. Oh ja, bring mir mal bitte welches. Aber was mal bei mir ist zu. Kennst du Joko ein Glas? Verdammt! Füße hoch, der kam flach. Ja, geil, ne? Jetzt ist mein Sonntag gerettet. Willst du Glas oder Glasscheiben? Ja. Glasscheiben. Aua! Da kriegst du 6 Stück, kriegst du 16 Stück raus, gell? Das ist übelst heftig. Gut, dass ich hier eine Treppe gebaut habe. Ach, weiter, Blick bitte aufwärts. Dauert noch ein kurz, weil mein Glas wird noch zubereitet. Und dann bringe ich dir gerne eine große Fuhre. Eine große Furie, ja. Furie. Mich müsstest du echt gut finden können. Ja, ja. Na, wo ich dich... Achso, du bist doch oben auf dem Berg. Lol. Ja, deswegen sage ich, aber ich müsste es da eigentlich... Ich sehe dein Tag halt nicht, aber ich sehe diesen Holzblock da oben drauf. schön. Ich erschrecke mich immer, wenn das Werkzeug kaputt geht, Alter. Dieses Kling. Ja, Kabarum. Und es wird schon wieder dunkel. Oh nein. Okay, bist du vorbereitet? Nein. Okay. Nein, ich bin nicht vorbereitet. Ich will nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Warte mal, Kev, warte mal. Hä? So, hier hast du erstmal 3 Fackeln, damit kannst du erstmal ausleuchten. Das ist immer gut, dann kann ich ihn weiterbauen. Ja. Wo musst bist du nur denn, aufpassen. Kev? Ich stehe immer noch an meiner Hütte. Ich bin immer noch fleißig am Bauen hier. Das versuche ich zumindest. Hier hast du ein Holzschwert, da kannst du dich erstmal mit verteidigen. Oh ja, das ist immer gut, dankeschön. Yay, ich hab Schwerti. Ich werde dich fertig, Ali. Damit machst du mich ein bisschen.